Franz Schirr von der Ergotherapie und Liebsch und Pracht Schmerztherapie in Geislingen. Und ich will euch ein kleines Training zeigen als Workout für mehr Energie, einfach für Kreislauftraining. Und ich mache eine Schnellzusammenfassung, das dauert dann insgesamt länger. Das erste ist, dass wir so auf den Unterarm gehen und hochgehen. Ja? Das machen wir 45 Sekunden lang. Man kann das immer schneller machen. 45 Sekunden hoch, runter, dann eine Viertelminute, 15 Sekunden Pause und dann kommt die nächste Übung. Wir machen so Liegestütz, hüpfen hin, stehen auf und ziehen die Knie Richtung Brust, gehen wieder auf den Boden, gehen wieder zurück, gehen runter, drücken uns hoch und ziehen die Knie. Und das dann auch 45 Sekunden und 15 Sekunden Pause. Die nächste Übung ist dann, wir gehen auf die Seite, auf den Unterarm, legen die Beine übereinander und heben hoch und runter. Hoch und runter. 45 Sekunden eine Seite. Viertelminute Pause und 45 Sekunden die andere Seite. Immer dynamisch hoch und runter. Nächste Übung ist dann für die Arme. Wir machen Liegestützen, macht sie nicht hier vorne, sondern hier ziemlich weit hinten und hüpfen dann noch in die Luft. Auch 45 Sekunden, Viertelminute Pause und dann Stütz und dann diagonal die Knie vorziehen. Auch 45 Sekunden, 15 Sekunden Pause und zum Schluss noch Rücken liegen. Arme nach hinten, Finger vor und dann bei gestreckten Beinen versuchen hier hoch und runter die Beine, ungefähr 30 Sekunden und dann noch 15 Sekunden so die Anspannung halten und nicht nachlassen und dann haben wir ein gutes Workout. Ungefähr 10 Minuten und danach kann man sich das Schweiß von der Haut duschen. Viel Spaß beim Üben.